Einen wunderschönen guten Tag zusammen. Wir von Filme.de wollen euch die neue Z-Box von Zavi vorstellen. Diese Z-Box kann man bestellen unter www.zavi.de und das in verschiedenen Abo-Formaten. Einmal Monatsabo, Halbjahresabo oder Jahresabo. Und das Ganze ist preislich gestaffelt. Während das Monatsabo monatlich 24,99 Euro kostet, kostet das im Jahresabo 19,99 Euro im Monat. Also man kann sich selbst aussuchen, wie lange man sich binden will und zu welchem Preis. Diese Z-Box ist die Juni-Z-Box. Fleißige Zuschauer werden sich fragen, was ist mit der Mai-Z-Box passiert? Tja, die Mai-Z-Box zum Thema Wasser fiel wegen Corona wortwörtlich ins Wasser. Sprich, Post hatte ein bisschen Schwierigkeiten, nichts kam an. Aber der Juni ist da und wir haben die Juni-Box. Diese hat das Thema Blockbuster. Mal schauen, was die Leute von Zavi unter Blockbustern verstehen. Ah, Verpackung. Voll der Blockbuster. Überall sehr beliebt. Sehr groß. Schnell weg. Was haben wir hier Schönes? Star Wars. Ja, das klingt schon sehr nach Blockbuster. Eine Kette. Star Wars war übrigens neben der Weiße Hai der erste Blockbuster in den Kinos. Der Begriff kommt daher, dass die Leute extrem lange Schlange stehen mussten, sprich um den Häuserblock. Mal gucken, wie die Kette aussieht. Spannung steigt. Ui. Mal gucken. Es ist nicht Gold, das kann ich auch jetzt sagen. Aber es ist sehr schick. Und was haben wir hier? Eine Nummer. Ja, hat was. Dummerweise ist der Geburtstag meiner Frau schon vorbei, also kann ich es jetzt nicht schenken. Mal gucken, vielleicht zu Weihnachten. Was haben wir hier? Ein T-Shirt. Zu Wonder Woman. Auch ein Blockbuster. Sehr erfolgreich, sehr geiler Film, sehr coole Comicfigur. Das Ganze haben wir in welcher Größe? Steht nicht drauf, aber es müsste L sein, weil bei der Bestellung können wir angeben, für welche Größe wir das Shirt haben wollen. Alles ist möglich, schon M bis zigmal. XL, das Ganze auch für Männlein und Weiblein. Was haben wir hier Schönes? Nochmal Star Wars. Medal of Yavin. Hui. Die haben uns aber verdient nach 9 Filmen. Plus Spin-Offs. Und nach Resistance und Rebels. Aber Clone Wars war geil. Was haben wir hier? Harry Potter. Ja. Sehr geile Filmreihe und sehr geile Romanreihe. Doch wie geht das auf? Hier ist es zugeklebt. Verkehrte Adresse, ich bin nicht Mr. Harry Potter. Egal. Oh, ein Notizbuch. Sehr schick. Also, wenn ihr was aufschreiben wollt, im Harry Potter-Style, wo ihr zur Schule gehen müsst, hehe. Und die leere Verpackung. Also, das ist die Zavi-Box zum Thema Blockbuster im
Juni. Nicht viel, aber wertvoll. So, das war mein kleines Unboxing-Video zum Thema Zavibox Juni Blockbuster. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns im nächsten Monat wieder. Ciao!